Ha, erster Zuschauer, Safa Karaman, willkommen. Zweiter Zuschauer, hallo, schönen guten Morgen. Gleich legen wir los. Schönen guten Morgen, den dritten und vierten Zuschauer. Hallo Moni, herzlich willkommen. Monika, hallo. Wirklich schön zu sehen, dass ihr alle so fleißig seid, dass ihr so oft mitmacht. Gönnt euch aber zwischendrin immer mal wieder auch eine Pause. Wow, 5, 6 Zuschauer, sehr gut, 7. Herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle mitmacht. Wie gesagt, wenn ihr wirklich jedes Training mitmacht, seht zu, dass ihr auch immer wieder euch erholt, kleine Pause macht. Hallo Thorsten. Ja, let's get it on, Safa. Ja, denkt immer wieder auch daran, euch genügend Flüssigkeit zuzuführen, wenn ihr schwitzt, viel schwitzt. Immer wieder auch daran denken, genügend Kohlenhydrate zuzuführen nach dem Training. Auch wenn ihr abnehmen wollt, zu wenig essen ist genauso sinnlos wie zu viel zu essen. Okay, Uli kann es dann langsam loslegen. So, hallo Freunde, Sportfreunde. Es ist 10 Uhr oder kurz davor. Und wie angekündigt, heute das 10-Uhr-Training werde ich weitestgehend durchgängig durchführen. Wir werden heute an der Maisbirne arbeiten, also auch so mehr oder weniger auch so ein bisschen Techniktraining. Das bedeutet, Maisbirne, nur Schläge zum Kopf, ja, der Körper bleibt mal außen vor. Vielleicht nochmal kurz zur Geschichte. Maisbirne, die ist schon 35, 40 Jahre alt. Die hängt bei uns schon im Keller. Da waren die Jungs noch kleine Stifte, da haben die schon dran gearbeitet. Und die steht uns immer noch zur Verfügung. Gutes Material, hält ewig und immer. Und das mal ganz kurz zur Maisbirne. Da werden wir dann dran arbeiten. Ich werde auch die Erwärmung durchführen, dann wie gesagt durchgängig so circa 8 Runden und zum Schluss wird da Rüdiger oder wir gemeinsam die 20er Serie, damit die nicht in Vergessenheit gerät. Wir werden auch zwischendurch bei der Erwärmung die 20er Serie, der Rüdiger wird euch nochmal, Entschuldigung, die kombinierten Liegestütze. Der Rüdiger wird euch das auch noch mal ganz kurz anzeigen. Diejenigen, die das schon vergessen haben bzw. noch nie gemacht haben, damit die wissen, was kombinierte Liegestütze ist. Ich kann die leider nicht, habe so ein bisschen Probleme mit der linken Schulter, also mit dem Liegestütz. Deswegen wird der Rüdiger das kurz demonstrieren. Und wenn ich sage, die kombinierten Liegestütz gucke ich zumindest in Zeit und ihr arbeitet selbstständig. Die kombinierten immer eine Minute durch und dann auf Ansage geht das Programm weiter. Okay, dann beginnen wir mit Erwärmung. Ich hoffe, ihr habt euer Wohnzimmer oder auch Arbeitszimmer oder was ihr gerade zur Verfügung habt, so langsam umgebaut zum Boxstudio oder Box-Gym, dass ihr schon so ein bisschen mehr Platz habt. Habt euch vielleicht auch schon mal ein paar Geräte mit angeschafft, das heißt hier mal ein paar Hanteln oder eventuell auch Medizinball. So, ihr kennt das ja, wir hatten ja immer Laufschule, die ist so ein bisschen flach gefallen. Laufschule mit Elementen drin, Bewegungselementen im ganzen Körper. Ist eigentlich die beste Erwärmung mit. Ich habe jetzt hier mal so eine kleine Laufstrecke. Vielleicht macht ihr euch auch ein bisschen Platz, und wenn es nur so 2, 3, 4 Meter sind. Und
Wir fangen dann mal locker an zu laufen. Auf dem Rückwärtsgang ganz locker. Dabei schütteln wir alles ein bisschen aus. Und locker lauf. Obwohl, ist vielleicht mal ein bisschen was anderes, wie nur aus dem Stand. Ja. Locker laufen. Wichtig ist locker auf dem Fußball laufen. Arme immer so ein bisschen was bewegen. Und vorwärts, rückwärts. Dann kennt ihr das ja auch, jede lange gerade Sprint. Können wir auch mal demonstrieren. Geht alles auch auf dem kleinsten Raum. Und wieder locker laufen. Tief durchatmen. Jawohl. Leicht Schulter kreisen. Und wir bleiben im Lauf. Jawohl. Geht doch alles. Ja, uns wurde mitgeteilt. Ja, ich kann auch den Namen nennen. Die Tanja. Die Tanja meinte, wir sollen wieder mehr brüllen. Das heizt an. Also Tanja, ich werde auch wieder ein bisschen brüllen. Dranbleiben. Weitarmig. Oh, und wir laufen weiter. Und über den Kopf abrollen. Ja, das kennt ihr. Laufschule, Hände auflegen, Schulter kreisen und wir bleiben im Laufen. S-Haken. Ja, da haben wir doch wieder die Laufschule. Ist doch besser wie nur im Stand, oder? Das sind die gewohnten Abläufe, die ihr kennt. So, was kommt jetzt? 6, 6, 6 Liegestütz, 6 Kniebeuge. Wie gesagt, selbstständig durchziehen, so ein bisschen Probleme mit der Schulter. Also 6, 6, 6 Liegestütz, 6 saubere Kniebeuge. Ja, dranbleiben. Sauber arbeiten, sauber die Stütz. Sauber Kniebeuge. 6, 6. Genau. So, ich denke mal, die müssen durch sein. Und wir laufen wieder locker. Und was kam denn? Hacken ans Gesäß. Das geht auch rückwärts. Und locker rauf. Und seid ihr Nachstellschritt. 1, 2, Wechsel 3, 4. 1, 2, Wechsel 3, 4. Wechsel 2, Wechsel 3, 4. Sauber und Seite wieder setzen.
schön Seite übersetzen. Und 6-6! 6 Liegestütz! 6 saure Kniebeuge! Enrico Richter, herzlich willkommen! Sechs Liegestütz, sechs Kniebeuge. Wie gesagt, kann im Moment nicht mitmachen, weil so ein bisschen meine Schulter. Aber ich jammer nicht rum, aber es geht im Moment nicht. Okay, alles fertig. Was kam dann in der Laufschule? Seitiger Nachstellschritt, Freestyle durchschlagen. Ja, mal Blickwechsel drin, einmal Blick zur Mitte zur Halle, dann Blick zur Wand oder zum Spiegel, also Blickwechsel. Bum, 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 bum. Und Blickwechsel. Bum, 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 bum. Okay. Mund tief durchatmen. Nächste Übung hatten wir. Knie hoch. Und Oberkörper diagonal zum Knie reinziehen. Also leichte Boxstellung, Knie hoch, boom, Oberkörper rum. Knie hoch, 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 Oberkörper rum. Okay. Und immer zwischendurch tief durchatmen, schön locker machen. So, dann hatten wir den seitlichen Ausfallschritt und durchpendeln. Also leicht das Ausfallschritt nach links und nach rechts, dabei den Oberkörper locker durchpendeln. Ihr seht, das ist so fast identisch mit unserer Laufschule und kriegen wir doch gut hin. Okay, und Aua. Genau, auch rückwärts. Betonter Schritt links, rechts und dabei gehen wir locker mit dem Oberkörper durch. Aua. Aua. So, dann kamen wir zum Kniehebe. Kniehebe vorwärts, rückwärts, ganz selbstständig im Wechsel. Kniehebe Freestyle. Was kam danach? Jede lange gerade Sprint und wieder. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Mal rückwärts. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Und nochmal die 6, 6. 6 Liegestütz. 6 Kniebeuge. Tief atmen dabei. Ja, die
berühmten 6-6. 6 Liegestütz. Sauber. 6 Kniebeugen. Okay, was hatten wir dann? Seil. Wer natürlich so viel Raum hat, auch zur Decke hin, und ein eigenes Seil hat, der springt dann Seil. Wir deuten das mal kurz an. Und dann geht das auch schon ans Eingemachte. Okay, fertig. Das geht auch gut ohne Seil. Wer natürlich ein Seil hat und dafür genügend, wie ich schon sagte, genügend Raum hat, der kann auch ohne weiteres Seil springen, damit das nicht in Vergessenheit geht. So, wir beginnen mal so wie beim Seilspringen. Also als hätten wir ein Seil schön auf dem Fußballen und wie gesagt, als wenn wir Seil springen würden. Ne? Schön locker. Ja, schön am Fußball arbeiten. Locker durch. Wie gesagt, wer ein Seil hat, ja, weitermachen, weitermachen. Wer Seil hat, macht mit Seil. Und wie ich schon angedeutet habe, geht das auch. Schön locker ohne Seil. Schön am Fußball. Ja, nicht so hoch springen. Einfach auch. Wenn wir auch mit dem Seil arbeiten, dass wir nur locker abdrücken, so dass das Seil zwischen Fußballen und Fußboden locker durchgeht. Das reicht. Schön hier federn. Ja. Das Seil sollte man immer so nehmen, wenn man reintritt, anzieht, dass es so in Hüfthöhe ist. Und dann sollte man auch nicht mit dem Seil rudern, sondern mehr oder weniger aus dem Handgelenk. Ja? Ja. Ohne Seil geht das wunderbar. Okay. Legen wir Seil beiseite. Locker Hampelmann. Vorne versetzt. Jawohl. Hier nochmal schön durchkreisen. So, und zum Schluss der Erwärmung. Eine Minute erstmal tief Luft holen. Eine Minute die kombinierten. Der Rüdiger zeigt die nochmal kurz an, wie die auszusehen haben. Macht uns dann mal den Timer an, damit ich die Zeit habe. Und dann, wie gesagt, eine Minute die kombinierten. Der Rüdiger kommt ganz kurz und zeigt euch die. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Probleme. Jawohl. Sauber Liegestütz und sauber hochlaufen. Entweder lasst ihr die Arme am Körper oder die Arme mit hochschmeißen. Jawohl, die Varianten gibt. Versucht mal die Arme mit hochzuschmeißen. Okay, Rüdi, das müsste reichen. Geh wieder an deine Kamera. So, ich sage dann Zeit und dann eine Minute die kombinierten Liegestütz. Rüdi hat euch gezeigt, sauber Liegestütz, sauber hoch rausspringen, Arme nach oben, macht sich gut. Wer ein bisschen Probleme hat mit Arme hoch, der legt dann die Arme an. Fertig! Und Zeit! Und auf geht's! Liegestütz, Hockstreck! Liegestütz, Hockstreck! Liegestütz, Hockstreck! Jawohl! Sauber Liegestütz, sauber hoch raus und dranbleiben! Jawohl! Im Stand nicht lange ausruhen, sondern
Wichtig ist, habt ihr auch beim Rüder gesehen, dass die Beine geschlossen angezogen werden. Geschlossen nach hinten. Wie sage ich immer so schön, wenn manche krabbeln, nicht krabbeln wie der Mistkäfer, sondern die Beine schmeißt nach hinten und nach vorne anziehen. Dann schön hoch, raus. Jawohl. Ja, komm mal einer. Noch 20 Sekunden. Dranbleiben. Weiter. Nicht nachlassen. Komm, noch 10 Sekunden. Weiter. Noch einer, komm. Noch 5. Und Zeit. So, das war die Erwärmung. Habt ihr mal so versucht, so wie ihr die kennt, so als Laufschule. Ich denke mal, das tut sich ganz gut. Nicht mehr aus dem Stand arbeiten, sondern die gewohnte Laufschule, die wir bisher mal durchgeführt haben. Und ich hoffe und denke, dass es auch so gut rüberkommt. So, nochmal tief durchatmen. So, ich werde dann, wie gesagt, Maisbirne arbeiten. Maisbirne, das bedeutet oder mehr oder weniger, wir werden heute nur zum Kopf arbeiten. Ja? Wenn ich Freestyle boxe, das ist mir gestern vielleicht so ein bisschen aufgefallen, wenn ich Freestyle boxe, ihr kennt das und ihr könnt das, boxt denn euren Stil. Ja? Nicht immer hingucken bei Freestyle, das ist denn kompliziert. Bei Freestyle aus der Bewegung das nachzumachen, sei denn, ich sage was an, ja, entweder explodieren oder lang durchschlagen, dies oder jenes. Aber wenn eine Runde angesagt ist, Freestyle, Schattenboxen, was ich am Gerät mache, ja, dann boxt euer Stil. Ja. Ihr kennt das, ihr wisst, wie das läuft und lasst euch da nicht irritieren. Einfach nur durchboxen. Dynamisch, beweglich, wie ich immer sage, flinke Füße, schnelle Hände, beweglicher Oberkörper und variabel. Und wir sind immer unterwegs. Seitdem wir explodieren mal selbstständig, dann schön locker aus dem Stand und sofort wieder bewegen, boxen. Okay, dann vielleicht nochmal, wir gehen ja zum Schluss die 20er-Serie. Und die 20er-Serie haben wir, das geht alles hier am Boden. Zum Schluss, die letzten 20 haben wir die Dips immer hier am Ringboden. Da besorgt euch mal einen Stuhl oder Hocker, das geht wunderbar. Werdet ihr nachher beim Rüdiger sehen. Stellt euch das schon mal parat, so dass wir dann bei der 20er-Serie hinten raus die Dips am Stuhl machen. So, ich ziehe mal Handschuhe an. Wo sind sie? Hinter dir. Ah. Verliere schon die Orientierung. Und Leute, wie geht's euch? Ist doch prima, also Vormittagstraining. Ich hoffe von meiner Gruppe, die eigentlich fast eine feste Gruppe sind, um 10 Uhr Dienstag, Donnerstag, dass die da auch dabei sind. Nennen wir mal Tim, bist du dabei? Frank, Jürgen, Carsten und alle, wie sie heißen. Ihr wisst, wer hier mal ist, Tanja manchmal. Die Yvonne! Ja. Wenn ich jemanden vergessen habe, entschuldigt. Ach, Jörg, der Hauding ist da auch immer, fast immer dabei. Weiß nicht, ob du jetzt dabei bist, Jörg, egal. So, Leute, ich erläutere mal ganz kurz, bevor Zeit losgeht. Wenn ich jetzt demonstriere, dann mache ich das langsam so, dass wir hinterherkommen. Wir werden jetzt schön, wie gesagt, wir arbeiten heute, simulieren wir nur zum Kopf. Ja. Schöne lange Distanz, Halbdistanz, die Kombination und und. Ich beginne jetzt mal nur mit der Führungshand. Ja. Führungshand für Normalausleger, wisst ihr, ist das linke Bein vorne, linke Hand arbeitet, für den Rechtsausleger umgekehrt. Wir werden heute auch mal die Auslage wechseln, so dass wir so alles ein bisschen dünner haben. Okay, und wir beginnen sauber die Führungshand gerade.
also den Jab. Ja. Gut, ihr könnt die Distanz, ihr habt keine Distanz zum Gerät, wenn ihr einen Sandsack habt, ist das gut, dann könnt ihr das hier auch gleich mal die Distanz herstellen. Ja. Und verlegt, Lydia schmeißt den Lieben auf die Orgel! Schön Boxstellung rein, wieder, ja, darauf achten hier, hat man das schon ein paar Mal gesagt, den versetzten Schulterbeinstand. Und jetzt schön sauber die Distanz erfüllen erstmal, ja, hier bin ich gut drin. Und jetzt, bam, bam, ich mache das schön langsam, schieben raus, hinten reindrehen, schieben raus, hinten reindrehen, ja, leicht die Hüfte und die Schulter mit rein. Bam, ich lasse die mal stehen, die rechte ist aber am Kopf. Zur Deckung. Bam. Ihr könnt das mit Hanteln machen, damit die Belastung ein bisschen höher ist. Statt durch Hanteln bzw. die Wasserflaschen. Und bam. Erstmal schön langsam. Bam. Ihr könnt auch mal stehen. Stehen bleiben und euch selbst kontrollieren. Ja, hier. Ja. Und hier. Jawohl. Bam. Bam. Ja, wir werden jetzt ein bisschen schneller. Bam. Auch mal Doppelschläge. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, wir gehen über zum Aufwärtshaken. Bam. Ja, hier auch wieder schön. Ja, Oberkörper so ein bisschen seitlich über die Hüfte, seitlich reindrehen. Ja, man spricht immer von leichter Gewichtsverlagerung. Man sagt auch, dass eigentlich der Schlag schon aus dem Fußball beginnt, über Hüfte, Schulter, ja? So ein bisschen leicht rein, bam, ja? Bam, 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 bam. Ja, können wir mal doppelt, bam, bam. Mal den Seitwärtshaken zum Kopf. Ja, hier raus und rein. Leicht reindrehen. Bam! Bam! Ja, eine Höhe. Schulter, Ellbogen, Handoberfläche, eine Höhe. Ja. Schieben hier raus, gehen langsam raus, damit der Schlag auch ein bisschen mehr Wirkung bekommt, nehmen wir den Körper mit rein. Ja. Bam! Ja, nicht so reinkippen, davon halte ich nicht viel. Da kippst du in den Seitwärtshaken vom Gegner, also dieses Reindrehen. Bam, 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 bam. Ja. Und nochmal gerade. Bam. Noch 10 Sekunden. Bam. Aufwärts, seitwärts, gerade, seitwärts, aufwärts. Okay, tief Luft holen, alles ein bisschen ausschütteln. So, das gleiche gehen wir mal mit der Schlaghand los. Das gleiche mit der Schlaghand. Tief durchatmen, wer was trinken möchte, was trinken. Dann die Schlaghand. Und dann arbeiten wir beidarmig. Ich hoffe, das kommt so ganz gut rüber. Wie gesagt, an der Maisbirne lässt sich das gut demonstrieren. Ja, da hat man auch einen Endpunkt, auch vielleicht, also ich denke mal für euch auch günstig, wenn man denn am Gerät arbeitet. Ja. Tiefluft holen. So, wie gesagt, das gleiche Thema gehen wir nochmal durch mit der Schlaghand. Auch wieder sauber erstmal kontrollieren, habe ich die richtige Boxstellung, dann die Distanz erfüllen, jawohl, und mit der Schlaghand, gerade, ich weiß nicht, ob das von hier zu sehen ist, Rüdiger, ist das von hier zu sehen, ja, seht ihr das vielleicht ein bisschen besser, ja, bam, ja, bam, 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 also jetzt ist die linke am Kopf, Ellbogen dran, und raus, raus, rein. Ein Weg, eine Geschwindigkeit. Ja, ist egal, welche Schlagart. Raus, rein. Also raus zum Gegner,
rein zur eigenen Sicherheit wieder Faust zum Kopf und Ellbogen ran. Und bam. 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 Versucht, ja, nicht vorne reinfallen, hier stabil zu stehen. Bam. Bam. Ja, jetzt mal ein bisschen schneller. Bum. 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 Und den Aufwärtshaken. Ja, jetzt gehen wir wieder rein in eine Halbdistanz. Halben Schritt rein. Ja, Halbdistanz. Aber so, dass ich nicht zu eng stehe und nicht zu weit weg. Das sind nachher kommen wir mal später dazu, die langgezogenen Haken, jetzt den sauberen Haken in der Halbdistanz. Ja? Halbdistanz und bam, bam, bam. Leicht runter, bam, und hoch. Bam, zum Kopf. Ja? Und wieder zurück zum Kopf. Bam, bam, bam. Und den Seitwärtshaken. Wie gesagt, da können wir damit wir noch besser rüberkommen zum Kopf, besteht auch die, oder sollte man machen, den ganz kleinen Schritt raus. Ihr seht, dann habe ich hier mehr Raum zur Verfügung und komme auch besser zum Kopf rum. Ne? Also wenn ich jetzt genau frontal stehe, auch möglich, wenn ich genau frontal stehe und den Kurs schreie, kann ich auch die Faust anwinkeln. Ja? Anwinkeln, bumm. Bumm, bin ich weiter, ein bisschen weiter raus. Bam. 30. Bam. 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 Hier runterziehen. Eine Höhe auch. Bam. Leicht raus. Bam. 20. Leicht raus. Bam. Bam. 10. Bam. Und nochmal. Bam. Bam, 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 bam. Okay, das war mal so die Führungshand, Schlaghand. Damit wir uns jetzt wieder ein bisschen entwickeln und auch ein bisschen mehr die Beine haben, werden wir jetzt mal eine Runde Freestyle Boxing. Ja? Versuchen, sauber zu arbeiten. Flinke Füße, schnelle Hände, beweglicher Oberkörper. Und wie gesagt, wenn ihr da mal nicht auf dem Bildschirm, wenn keine Ansage kommt, auf dem Bildschirm kommt und ihr konzentriert euch selbst voll auf euer Schattenboxen, so wie ihr das kennt, habt ihr schon tausendmal gemacht, dann arbeitet die Runde runter. Ja? Schön beweglich, Freestyle. Ja? Werdet die Runde vielleicht nicht allzu viel ansagen, vielleicht wenn wir mal aus dem Stand mal ein bisschen durchknallen. Ansonsten macht euer Ding, Ortzeit. Ich arbeite hier auch locker an der Maisbirne. Immer wieder neue Positionen suchen auf den Beinen, den Oberkörper beweglich halten, den Kopf immer wieder aus der Mitte ziehen. Ah, schön, da wieder kommentieren ein bisschen. Macht sie gut. Mit Einzelschlägen in Position schlagen, durch die Führungshand vorbereiten. Dann mal die Schlaghand mit abliefern. Als Verbindung oder Kombination. Und wir bauen mal so ganz leichte Spannung auf und knallen in der langen Distanz etwas explosiver durch. Auch ein bisschen mit Rhythmuswechsel. Bum, 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 bum. Und Feuer und Gas und Tempo und viel und schnell. Und komm, Tempo, 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 Tempo. Bum,
Pum, 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 pum. Ruhige Leistungsbewegung. Schön locker. Tief atmen. Schön variabel. Auch den Oberkopf einmal wieder beweglich halten. In Bewegung bleiben. Nutzt euer Raumspektrum. Das, was euch als Raum zur Verfügung steht, nutzen. Viel bewegen. Flache Füße. Bam, bam, bam. Noch 40 Sekunden, noch mal ein paar schnelle Kombinationen. Und schnell und viel und hart. Noch 30. Noch mal Tempo machen. Dranbleiben. Und Freestyle durch explodieren. Noch 20. Dauerfeuer. Nicht nachlassen. Dranbleiben. Komm, Henning, hau rein! Die letzten 10, Feuer, 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 Feuer! Noch mehr! 5! Schneller! Tempo, Tempo, Tempo! Luft holen! Tief durchatmen! Schön tief durch! Habt ihr gut gemacht, ihr habt gesehen. Tief durchatmen. Alles aufschütteln, Beine ausschütteln, Arme ausschütteln. Ist die Tanja dabei? Bis jetzt habe ich sie noch nicht gesehen. Ja. Wollte fragen, ob wir laut genug sind. Okay, tief durchatmen. Fertig für Runde 4. Und wir gehen jetzt in der Rechtsauslage. Normalausleger. Normalausleger in der Rechtsauslage. Rechtsausleger in der Linksauslage. Da ist das rechte Bein vorne. Rechts ist die Führungshand. Komm, komm. Und lange Distanz. In der Rechtsauslage. Beziehungsweise Rechtsausleger. In der Linksauslage. Ja, jetzt als Führungshand laufen lassen die Rechte. Jetzt die Schlaghand. Schlaghand ist jetzt für Normalausleger die linke. Für den Rechtsausleger die rechte. Okay? Oder bin ich durcheinander gekommen? Nee, war richtig. Alles richtig. Jawohl. So, jetzt mit der Schlaghand. Ja, in Anführungsstrichen. Bam, bam, bam. Ja, ihr seht, ihr habt eine andere Stellung. Ihr habt ein ganz anderes Gefühl. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, ich hatte jetzt den in der Normalauslage gegangen. Wir bleiben in der Rechtsauslage. Bam, bam, bam. Jawohl. Und locker durchatmen. Und nochmal, wir wechseln. Wir wechseln hier in der Normalauslage. Bam, 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 bam. Lassen die Führungshand variabel laufen. Jetzt wechseln wir in der Rechtsauslage. Bam, bam, bam. Führungshand laufen lassen. Bam, bam, bam. Wie in der Normalauslage. Führungshand variabel. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Jawohl. Und in der Rechtsauslage, Schlaghand,
Schlag an Variable. Bam, 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 bam. Jawohl. Bleib in der letzten Frage. Bam, bam, bam. Jawohl. Bam. Jetzt nochmal Wechsel. Führungshand. Nur gerade. Bam, jetzt mal ein bisschen schneller. Bam, bam, bam. Schlaghand, bisschen schneller. Bam, bam, bam. Okay. Tief durchatmen. Alles locker machen. So, die nächste Runde. Die nächste Runde boxen wir wieder Freestyle. Aber nur, ich betone, nur in der Rechtsauslage. Die Rechtsausleger natürlich in der Linksauslage. Ja. Jetzt mal so versuchen, wenn ich jetzt in einer anderen Auslage bin, versuchen mal so vom Kopf her, als wäre ich in der Normalauslage. Also boom, die Führungshand laufen lassen, wie sonst die linke. Boom, schön variabel. Die Schlaghand einsetzen. 10 Sekunden. Wie normalerweise die rechte. 5. Ist okay? Alles klar. Runde 5. Okay. Lasst auch wieder laufen, wenn keine Ansagen kommen. Wir gehen Rechtsauslage bzw. Linksauslage für Rechtsausleger. Hier auch wieder. Das gilt das gleiche. Saubere Boxstellung. Rechter Fuß ist vorne, linke versetzt, Schulterbreit. Rechts Führungshand, links Schreck. Pam! Ja, ihr seht, das ist Pam, Pam. Ganz anderes Gefühl. Pam, Pam. Wenn man natürlich beides beherrscht, kann man werten, Sparring oder Partnerarbeit, auch mal selbst, Pam. Die Auslage wechselt, irritiert immer so ein bisschen, Pam. Den Gegner, Pam, Pam, Pam. Puff, Puff. Ja, versucht in Bewegung zu bleiben. Bam! Ah, komm mal wieder. Aber habt ihr gesehen oder auch nicht? Bam! Bam, bam, bam! Ja, lass die rechte Hand Führungshand laufen. Bam! Auf Variabel. Bam! 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 Ja, mit rechts jetzt die Schlaghand vorbereiten. Bam, 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 bam. Wupp! 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 Und wieder schön aus der Bewegung. Und wir bleiben in der Rechtsauslage. Bom. Bom, 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 bom. Wah, 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 wah. Bom. 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 Bom, 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 bom. Bom. Puff, 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 puff. Jawohl, links ist jetzt die Schlaghand. Letzte Minute. Ja, schön dranbleiben. Wir bleiben in der Rechtsauslage. Und komm, dranbleiben. Weiter Tempo machen, auch wenn das sich jetzt komisch anfühlt, ungewohnt ist. Puff, puff. Viel schlagen. Ba, 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 ba. Versucht zu kombinieren. Tempo, Tempo, Tempo. Komm, komm, komm. Dranbleiben. Ja, auch schön weiter Bein an der rechten Seite. Immer wieder neue Position suchen auf den Füßen. Noch 30 Sekunden. Tempo halten. Tempo verschärfen. Gleichmäßig atmen. Noch 20 Sekunden. Und komm, weiter, 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 weiter. Kein Stillstand. Wenn er nicht schlagt, bewegt euch auf den Beinen oder am Oberkörper. Noch 10 Sekunden. Nochmal 4 schlagen. Tempo, 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 Tempo. 5 Sekunden noch. Komm, 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 komm. Zeit. Okay. Das war mal die andere Auslage. Tief atmen. Ganz tief atmen. Dann einen Schluck trinken. So, ich habe gar nicht mitgezählt, diese Runden. Es folgt Runde 6, noch 3 Runden. Ah. Ihr habt gehört, noch 3 Runden.
Tief durchatmen. So, nächste Runde. Gehen wir nochmal aus dem Stand. Alle Schlagarten durch. Variabel, einzeln, variabel. Dass sich das so ein bisschen einflößt. Noch 5 Sekunden. Tief atmen. Fertig. Und wir gehen wieder in Boxstellung und in Normalauslage. Hier wieder schön rein. Und wir lassen die Führungshand erstmal lange Distanz den Jab glauben. Erstmal als einzeln. Eigenen Rhythmus finden. Jetzt auch mal mit Doppelschläge ein bisschen Rhythmus wechseln, aber wir bleiben Führungshand gerade. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Zuhören und arbeiten. Bam, 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 bam. Da könnt ihr immer so 3-4 Stück. Bam, 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 bam. Ja, der Rhythmuswechsel, das ist wichtig. Bam, bam. Bei mehreren Schlägen hintereinander mindestens halb zurückführen. Bam, bam, nicht nur tippen, bam, richtig schlagen. Bam, 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 bam. Ja, und immer lang raus. Okay, gleiche mit der Schlaghand. Wir bleiben in der Normalauslage. Auf geht's, Schlaghand. Bam, bam, bam. Schild fliegen lassen. Bam. Hüfte drehen, Schulter drehen. Ja, vielleicht hier nochmal. Ja, hier schön rein und bam, bam. Jawohl, weiter fliegen lassen. Bam, raus, rein, ein Weg, eine Geschwindigkeit. Bam. Jetzt auch wieder ein bisschen mit Rhythmuswechsel. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Weiter dranbleiben, komm. Letzte Minute. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Ja. Und Schlaghand. Pum, pum. Pum, pum. Ruhig immer mal wieder die Position ändern. Pum, nicht immer auf demselben Spot stehen. Und seitwärts haken. Pum, mit der Schlaghand. 30. Führungshand. Pum, Schlaghand. Pum, pum, pum. 20, nochmal die Schlagfrequenz erhöhen. Pum, 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 pum. Pum, pum. 10. Pum, pum, pum. Tief Luft holen. Alles okay? Tief Luft ab. So, nächste Runde. Werden wir mal ein bisschen dynamischer arbeiten mit Beine, Arme, also das heißt Knie hebe, dann hauen, Schlagart sage ich an, Wechselschritt, dann wieder hauen, Knie hebe, dann wieder hauen. 10 Sekunden, Runde 7. Fertig. Okay, Kniehebe, Freestyle, Distanzwechsel. Distanzwechsel könnt ihr selbst so ein bisschen imitieren. Also schon mal dribbeln. Rückwärts, vorwärts, rückwärts. Und Kniehebe, Freestyle. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Tempo, 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 Tempo. Schnelle Füße, schnelle Fäuste. So viele Schritte wie Schläge, so viele Schläge wie Schritte. Und komm, 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 komm.
Und Gas geben, noch 30. Und aufwärtshaken. Leicht explosiv. Pump, aus dem Stand. Pump. Und ziehen. Pump. Pump. Richtig Druck drauf. Pump. 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 Und mal Rhythmuswechsel. Pump, 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 pump. Weiter pump. Geht's, weiter geht's. Komm, komm, komm. Pump. Mehr Schläge, schneller, pump. Härter, mehr. Pump, pump. Zwei. Pump, pump. Eins. Pump. 30 sind pump. Weg. Und Wechselschritt fließt an. Auf geht's, Wechselschritt. Schaff your feet with speed and throw your blow. Off you go, komm, komm, komm. Schnelle Fäuste, schnelle Füße. Schön fliegen lassen. Tempo, 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 Tempo. Noch 5, 3, 2, 1, Wechsel. Und linke, rechte, gerade, lang zum Kopf. Auf geht's, komm, links, rechts, gerade. Pop, 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 pop. Bum, bum, bum. Bum, bum. Schnell und explosiv. Bum. Lockerer Schultergürtel. Bum. Fliegen lassen. Bum, bum. Noch 10. Bum, 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 bum. Bum. Noch 5. Komm, pop, 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 pop. Bum, 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 bum. 2, 1. Bum. Wechsel. Und Kniehebe fließt an. Auf geht's. Dribbeln und schlagen. Kniehebe die Knie ein bisschen höher, wenn ihr Kniehebel aufmachen wollt. Tempo, Tempo, Tempo. Fäuste richtig raus. Richtig schlagen. Tempo, 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 Tempo. Gas, 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 Gas. Noch 10 Sekunden. Schnelle Fäuste, schnelle Füße. Go, go, go. Noch 5. Lass es brennen. 3, 2, 1. Wechsel. Und seitwärts haken. Auf geht's, seitwärts haken. Schön rumziehen. Ruppen und reißen, ruppen und reißen. Pum. Pum. Und rumziehen, rumziehen, rumziehen. Pum. Eine Faust schlägt, die andere sichert. Pum. Und Feuer. Pum. Und Feuer. Noch 10 Sekunden. Pum. 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 Tief atmen. Okay. Luft holen. Tief atmen, tief ein und aus, bis zum Anschlag jeweils. Schluck trinken. Ja, schön aufmachen. Tief einatmen. Beim Runterkommen. Der Lunge Raum geben. So, dann die letzte Runde. Die letzte Runde. Locker Freestyle Boxing. Wir beginnen in der Normalauflage. Wenn ich sage Wechsel, ungefähr so 3, 4, 5 Sekunden, bisschen explosiv Freestyle durchschlagen und dann in der angesagten oder ausgeführten Auflage weiterboxen. 5 Sekunden. Also, wir beginnen in der Normalauflage. Fertig. Jetzt ruhig ein bisschen locker, flink, schnell. Normal aufschlagen. Bin beweglich. Wechsel. Und kurz explodiert. Komm, Feuer! Und weiter in der Rechtsauslage. Tief atmen, Deckung geschlossen halten, Einzelschläge. In der Rechtsauslage. Pom. 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 Wup. Pom. Und wechseln. Explodieren. Pom. Gas. Und weiter geht's. Tief atmen. Bewegen, Position ändern. Einmal unterwegs sein. Ganz hinblieben. Und wechseln. Und Feuer! Pum, 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 pum. Gas, 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 gas. Pum,
pum, pum, pum. Locker weiter. In der Rechtsanlage weiter. Ah, Entschuldigung. Pum. Bewegen, bewegen, nicht stillstehen. Verteidigung mit einbauen, Block, Oberkörperbeweglichkeit. Und Wechsel. Bum, 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 bum. Komm, Feuer, 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 Feuer. Bum, bum, bum. Und weiter, sofort weiter. Letzte Minute läuft schon. Normaler Tag. Bum, bum. Dann. Noch 30 Sekunden und Wechsel und Feuer, komm! Rechtsauslage! Baller, 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 baller! Bum, 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 bum. Locker! Bum. Und auch Rechtsauslage! Noch 10 Sekunden! Wechsel und durchexplodieren! Und Feuer, 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 komm! Bis zum Schluss noch 5 Sekunden dran bleiben! Gas geben, Dauer, Feuer, Gas, Gas, Gas! Sold! Ah. Tief atmen. Ja, 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 ja. So, ein bisschen Erholung. Ich hoffe, ihr habt alle richtig mitgemacht. Vor allen Dingen soll es Spaß machen. Man soll sich fordern. Ja. Ja, noch ein bisschen Erholung. Und dann die 20er-Serie. Damit wir nochmal richtig was gemacht haben heute. Vom Prinzip kennt ihr die 20er. Ich sage mal an, damit ihr euch nochmal darauf einrichten könnt. Wir beginnen mit 20 Hockstreck, 20 Liegestütz, 20 Sit-Ups, linke, rechte, gerade, 20 Ausfallschritte, davon 10 Arme zur Seite, die nächsten 10 schön rein, Oberkörper ein bisschen mehr reindrehen, Balance halten, Schrittwechsel. Dann legen wir uns auf den Bauch, Oberkörper hoch, links, rechts, lang durchschieben, Schulter leicht mitnehmen. Dann davon 30 Sekunden, 30 Sekunden sauber durchschwimmen. Dann 20 Ruderstöße. Und zum Schluss die 20 Dips. Entschuldigung, hier mit diesem Wechsel Oberkörper hoch, links bis gerade, da hatten wir immer 20 Schwimmer. Das belassen wir auch, 20 Schwimmer. Aber ich sage immer an, Rüdiger zeigt immer vor, dazwischen immer kurz durchatmen. So, alles fertig. Und wir beginnen mit 20 Hockstreck und Zeit und auf. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ja, schön tief Luft holen. Ich werde jetzt mal mitzählen, damit sich der Rüdiger konzentrieren kann. Deine Arbeit, ich zähle mal mit. Ja, tief durchatmen und jetzt sauber 20 Liegestütz. Fertig und Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich bin davon überzeugt, so schnell wart ihr wahrscheinlich nicht. Die so schnell waren, haben Pause. Und die nicht so schnell waren, die 20, wichtig, die 20 durchziehen. So, die nächste Übung war 20 Sit-Ups mit linker, rechter, gerade. Seid ihr soweit? Fertig! Und Zeit! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, ich sehe gerade, alle haben noch nicht 20, weitermachen. Ja, du da, du, ja. Ja, ja, ja. Weitermachen, bis die 20 weg sind. Ist noch enger Raum hier. Wie weit seid ihr mit 20? Okay, dann trotzdem nochmal tief Luft holen. Alles ein bisschen locker machen. So. Okay. Seid ihr soweit? Jetzt kommen die Ausfallschritte. Ausfallschritte. 10 Ausfallschritte, Arme zur Seite. Die nächsten 10 dann mit seitwärts haken. Oberkörper ein bisschen mehr reindrehen, Balance halten. Dann Schrittwechsel. Alles klar? Fertig! Und Zeit! Okay, komm mal rüber. Drei. Ja, ich mach. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Und jetzt bis seitwärts haken. Ja, zwei seitwärts haken, Lydia. Jawohl. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wer noch ein bisschen braucht, weitermachen. Die fertig sind, tief Luft holen. Ja, kein Stress, macht euer Ding zu Ende. Kommen die 20 Schwimmer. Ja. Wichtig, dass wir die Arme richtig nehmen. Wenn die nach hinten gehen, ziehen wir den Oberkörper richtig nach oben. Atmen. Achtet auch so ein bisschen, der Rüdiger atmet hörbar. Also versucht das mal mitzumachen. Beine liegen lassen oder mit hoch? Beine liegen lassen. Leicht. Ja, wer Beine ablegt, macht er ja mal selbstständig. Wer jetzt ablegen, legt ab. Wer die Beine ein bisschen anhebt, ist auch okay. Ja? Fertig! Und Zeit! 20, jawohl, sehr gut, sehr sauber. Wer die 20 noch nicht hat, weitermachen. Die anderen schön ausschütteln, tief Luft holen. So, die nächste Übung, damit ihr schon
darauf vorbereiten könnt, 20 Mal sauber durchrühren. Auch schön die Arme nehmen, Beine richtig durch. Ah, noch ein bisschen erholen, tief Luft holen. Die jetzt fertig geworden sind, auch eine Chance haben, sich ein bisschen zu erholen. Ihr wisst ja, ich bin sehr rücksichtsvoll. Fertig und wir beginnen mit Rudern. Und Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Die langen Beine! So, die noch nicht durch sind, weitermachen. So, ich denke mal, wir sind durch. Dann die letzten 20 Wiederholungen. Wie gesagt, kennt ihr ja. Sonst immer am Ringboden, außen habt ihr nicht. Also nehmt euch einen Stuhl, hatte ich ja vorher angesagt. Und versucht die. Ihr könnt ja auch im Sitzen machen, geht das auch. Vom Fußboden dann abdrücken das Becken. Hier drüber, ja. Wenn ihr da keine Möglichkeit habt, könnt ihr die auch so machen. Oder am Stuhl. Fertig. Und. Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Hurra! Wenn ihr noch nicht habt, weitermachen! Ich gebe euch die Gelegenheit. Ihr wisst ja, wie ich immer zu euch sage, ihr trainiert nicht für mich, für den Trainer, sondern für euch. Und wer bescheißt, der bescheißt sich selbst. Also, macht euer Ding. So, dann noch einen kleinen Cooldown. Absetzen, Beine anstellen, aufschütteln. Gut Leute, ich verabschiede mich schon mal. Ja, wir sehen uns, ich persönlich, morgen. Was heute noch läuft, wird euch der Rüdiger bestimmt auch noch sagen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Vor allem bleibt schön gesund. Ja, achtet so ein bisschen, ein paar Regeln möchte man schon einhalten. Ich denke mal, ist keiner unter Quarantäne, beziehungsweise ist krank. Und wir sehen uns, also persönlich, morgen. Macht's gut. So, Beine angestellt lassen, Oberkörper ablegen, Hände flach ablegen, Knie nach links. Knie auf Knie, Schultern bleiben, Beine liegen. Wechsel. Das linke Bein gestreckt ablegen, das rechte Bein anwinkeln, in der Kniekehle greifen, an den Oberkörper ziehen, dort halten, dann tendenziell strecken. Wechsel. So, für alle, die nicht bei uns Mitglied sind und uns gern trotzdem unterstützen möchten in der harten Zeit, scrollt mal in unserer Chronik so ein bisschen runter oder besser gesagt hoch. Da findet ihr unsere IBAN. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Kleinigkeit auf unserem Konto hinterlasst, kleine Aufmerksamkeit. Wer kann, super, wer nicht, auch okay. Wichtig ist, dass alle in Bewegung bleiben. Gut, auf die linke Seite drehen, das linke Bein anwinkeln, den Fuß, die Hand greift in der linken Kniekehle, rechte Bein anwinkeln, Fuß greifen, vorsichtig ziehen, Oberschenkel waagerecht halten, in einer Linie mit der Hüfte, Oberkörper steht senkrecht auf der Hüfte,
Wechsel. Mach das mal so rum. Dann seht ihr mich besser. Langsam lösen, bequem hinsetzen, den rechten Arm waagerecht gestreckt von der Brustkorb legen, linke Hand drückt ins Ellenbogengelenk, könnt gerne auch von oben greifen. Wechsel. Langsam lösen, mit der rechten Hand von oben auf die Wirbelsäule, linke Hand greift den rechten Ellenbogen und zieht. Wechsel. Langsam lösen, Schulterkreis vorwärts. Rückwärts. Und das war's für heute früh. Weiter geht's heute um 17 Uhr mit Marc Lamberts und mir. Und um 19 Uhr mit Thorsten, heute ist Donnerstag, Muskelfunktionstraining für alle Mitglieder. Ihr werdet um die Mittagszeit dann noch erfahren, was Marc und ich heute Abend 17 Uhr vorhaben. Gegen 13 Uhr 30 einfach mal auf unseren WhatsApp-Status schauen, dann seht ihr, was läuft. Bis hierhin, vielen Dank, bleibt gesund, stay strong, stay healthy, stay home!